Und herzlich willkommen zu Heroes of the Storm. Ich habe es noch gar nicht angetestet. Ich spiele es gerade blind, richtig? Ja, schauen wir mal rein. Wir können nicht auf Spiegel. Wir müssen das Tutorial spielen. Gut gemacht. Ihr habt die Prüfung des Nexus würdig als nächstes Herausforderung. Ich kann nicht lesen heute. Raiders Rocken. Gut, dann werden wir das mal machen. Ich gucke mal gerade auf Sneaky auf die Uhr und... Dann wollen wir den Ladder Scream abwenden. Hier sieht man schon Ruiner. Ich habe die eine Mission gemacht, ich habe die abgebrochen und dann stand da so, sie haben es geschafft. Ich dachte, alles klar, gut. Auf jeden Fall, das Spiel ist in der Alpha. Na, guck mal, wie weit wir kommen. Wenn es überhaupt ladet jetzt. Lade, 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 Scream. Oh mein Gott, es bewegt sich, es bewegt sich, es bewegt sich, Leute. Komm schon, weiter. Danke. Noch weiter, noch weiter. Ich hoffe, ihr seid bereit, Rainer. Jetzt wird es ernst. Wenn ihr verletzt seid, kehrt zu unserer Halle der Stürme zurück. Dort werden eure Wunden mit der Zeit automatisch geheilt. Wie zuvor geht es darum, die gegnerische Zitadelle zu zerstören. Also ich sehe das so. Drei Wege führen zur anderen Basis. Besser, wir sorgen dafür, dass alle Wege abgedeckt sind. Jetzt habt ihr es begriffen, Junge. Folgt mir in die Schlacht und macht euch kampfbereit. Du kannst auf mich zählen. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. In 10 Sekunden. 5. Rainer, ich könnte auf diesem Weg eure Hilfe gebrauchen. Alles klar, ich bleib bei dir, mein Freund Uta. Stürzt euch in den Kampf. Was haben wir denn für Attacken hier? Aha, Mut machen. Zeigen wir es ihnen. Nicht wollen wir mal. Ich habe damals ein bisschen LOL gezockt, aber auch nicht so jetzt. Extrem. Wie kann ich denn abmounten? Ah. Wenn ihr gegnerische Diener, Helden oder Gebäude vernichtet, erhält unser Team Erfahrung. Yay. Hier werden Stufe und Erfahrung beider Teams angezeigt. Sobald die blaue Leiste voll ist, steigt unser Team auf und wir werden alle stärker. Okay. Dann wollen wir uns mal eine Stufe holen. Ja, du sagst es, Rainer. Raiders Rocken. Muss es ja Fernidee sein. Cool. Cool. So. Ach so. Wie kann ich das andere aktivieren? Kontrollieren raus. Ja, Uta. Boah, du hast Diablo. Illidan. Cool, Illidan. Sehr gut, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Du sagst es, Bitch. Eure Werte haben sich erhöht und eure Fähigkeiten sind stärker geworden. Weg mit Diablo. Yeah, noch eine neue Stufe. Hier ist Jimmy. Jederzeit. Wer hat das Blutvergoss nicht? Doppelkill. Oh, steht da noch ein Tabange. Ich reiß den Turm nieder. Oh, die sind einfach zerfallen. Toll, da waren so viele, aber mal teilen die Diablo auf dem Pferd. Das sieht ja aus, Diablo auf dem Pferd.
Stufe 10. Das könnte gut werden. Gegner getötet. Eine beherzte Tat. Auf ins Getümmel. Aber klar doch. Ich würde auch sagen, wir machen mal ein Match und da ist das dann ein Part. Mal gucken, wie das kommt, vielleicht einmal in der Woche oder mehr. Mal gucken. Wir könnten hier eure Hilfe gebrauchen. Wir werden diese Riesen überreden, sich uns anzuschließen. Ah, so nennt ihr das. Überreden. Überreden. Geht der jetzt automatisch dahin? Ja. Rainer, geh! Mit einem Reittier könnt ihr euch viel schneller bewegen. Die Standardtaste dafür ist Y. Y. Ey, da sind Schweinchen. Guck mal, wie süß, Schweinchen. Stellt euch einen Augenblick lang in das Signal, ja? Jederzeit. Wunderbar. Sobald ein Söldnerlager besiegt wurde, werden sie sich uns anschließen und entlang des nächstgelegenen Weges angreifen. Okay. Alles klar, dann eskortieren wir diese Riesenviecher mal zum Vor und jagen das Ding in die Luft. Mit Deutschlands Munition könnte ich diese Gruppe von Gegnern schnell ausschalten. Komm schon. Riesen sind sehr gut darin, Force aus der Entfernung zu zerstören. Wo kann man denn die Stance gucken? Ah! Okay, cool. Mut machen erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit und die naher Verbündeter. Nutzt es so oft ihr könnt. Was müssen wir jetzt machen? Ah, das Tor müssen wir reinreißen. Okay. Also mir gefällt schon jetzt persönlich besser als LOL. Mal gucken, aber wie das in Online-Matches ist. Ich wundere mich nur, warum das Spiel in 30 FPS läuft. Heroische Fähigkeit freigeschaltet. Eine mächtige Fähigkeit, die in der Schlacht die Wende bringt. Passt nur auf, was ihr einsetzt. Gibt es eigentlich keine Items? Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Da unten ist auch noch so ein Scheißturm. Der war ja sehr doof jetzt. Ah, da stehen die, wann die wiederkommen. Okay, cool. Ah, den kriegen wir nieder. Mut machen erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit und die naher Verbündeter. Nutzt es so oft ihr könnt. So, dann sind wir schon mal durch die erste Verteidigungslinie anscheinend. Da gibt es ja zwei Stück von. Und ich freue mich, dass ich zur Alpha bestätigt wurde. Mal gucken, wie lange die Alpha läuft. Vielleicht läuft die ja durchgehend. Jederzeit. Das wäre eigentlich nice. Ich würde sagen, das sieht wie der perfekte Zeitpunkt aus, um die Hyperion anzufordern. Zieht euch zurück, Junge. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere... Ja, aber der steht selber im Kampf. Bäm! Ja, gehst aber selber rein, du doof, ne? Huh?
So. Wir sind fast durch. Und wie sieht das bei euch oben aus? Kann ich den hochscrollen? Gar nicht. Gut. Ah, Mann. Kann ich hoch? Ah, sieht doch bei euch rot auch gut aus. Du sagst es. Ich würde sagen, das sieht wie der perfekte Zeitpunkt aus, um die Hyperion anzufordern. Frag mich aber wirklich, kann man Items kaufen oder nicht? Festung zerstört. Doppelkick. Dreifachkick. Achso, das zählt für die Gruppe, okay. Oh, wer bist du? Ach, du bist ein, ah, wie heißen die? Abomination? Ne, doch, Abomination. Du hast schon kleiner. Okay, da ist kleiner. Das gegnerische Team wurde ausgelöscht. Komplett? Was denn mit hier unten? Geht euch zurück, Junge. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Naja, besiegen wir es. Leck. Mir doch die Füße. Beeindruckend. Ich glaube, ihr seid nun bereit. Oh, beeindruckend. Oh. Sucht nach einer Gruppe. Oh. Vor der Illidan. Held wechseln. Okay, wir haben hier Illidan, Malforion, Rayna, Talarian, Tassarada und Vara. Und die anderen müssen wir entweder freischalten oder kaufen. Was ist das denn hier? Nicht genug Geld. So, ich nehme mal, den hier. Schließen. Bereit. Ich bin bereit. Dum, dum. Eins, go! Übenmodus. Wir kommen auf das Schlachtfeld Drachengelten. Kontrolliere die Schreine, befreie den Drachenritter. Verwüstere gegnerische Forge. Forge. Gut. Boah, bislang gefällt mir das eigentlich relativ cool. Naja. Nun, es leckt ein bisschen. Ich nehme das. Wappnet euch, Helden. Sie klingen bezügelt werden. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Wie ihr wünscht. 5, 4, 3, 2, 1. Lasst die Schlacht beginnen. Oh yeah. Was hat denn hier? Ein Drachenkopf oder was ist das? Ach, das ist der Drache. Drache, erwache! Oh, was hast du denn da für eine Waffe, Alter? So, machen wir Diablo platt. Schnell und lautlos. Das erste Blut wurde vergossen. Oh yeah.
Achso, das zählt für den auch. Die alten Schreine erwachen. Gut gemacht. Sieh. Und setzt den Drachenritter frei. Ja. How? Okay, schwer. Schreine aktiv in ein paar Sekunden. Mann! Greif den noch an. Der Pfad führt hier lang. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Gut, ich gehe mal nach oben. Ich will nochmal sehen, wie das aussieht. Hey, Panda Lady, geh weg! Ein Talent. Ein tödlicher Schlag. Wähle ein Talent. Automatische Angriffe heilen. Angriffe auf dasselbe Ziel versuchen mehr Schaden. Heilen, ne? Können die das jetzt zurückerobern? Das ist die Frage. Oh, da ist der Zwerg. Moradin. Badass Motherfucker Mutter Dean. Ich fühle mich gestärkt. In Ordnung. Das war amüsant. Zur Aktivierung müsst ihr beide Schreine aktiviert haben. Ah, da unten haben wir nicht. Vorwärtszahn. Habt ihr meine Freundin getötet? Ah, cool, Salto. Ja, die Attacke heißt Salto, aber gut. Wie sieht's da unten aus, Kerrigan? Wählt ein Talent. Ah. Das hört sich gut an. Schnell und lautlos. Ich will den Drachen sehen. Drache, erwache! Ein tödlicher Schlag. Wie ihr wünscht. Any last words? Oh mein Gott, der hat Englisch geradet. Chef, der Mann! So, wir aktivieren den Drachen. Los, Kerrigan. Der Pfad führt hier lang. Oh yeah. Wow, ich bin ein Drache. Ich bin ein Drache. What the fuck? Wir müssen hier durchbrechen! Bam! Geiler Drachmann! So geil, der Attack! Flitsch weg, Sisse! Nein, Drache! Bam, 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 bam! Hier lang. So, Kerrigan, wo willst du was machen? Da willst du das machen, okay, Kerrigan, ich komm mal runter.
breche aus. Aber bist du schon fertig? Was ist das denn für Schreine da? Wie mache ich denn das? Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Du stürzt dich doch nicht ohne den alten Tykes in die Schlacht, oder? Die Jagd geht weiter. Hi. Hi. Bam! Ein kluger Schachzug. Die Macht der Schreine wächst. Der Drachenritter ruft aus dem Stein. Der Drache ist wieder da. Drache, erwache! Wir sollten diese Söldner. Oh, Scheiße. Wie ihr wünscht. Hallo, Diablo. Was sind das eigentlich für Dinger? Ach, das sind Zwerge. Ja, schön Zwerge. Ein kluger Schatz. Wie schade. Langsam hat es mir fast Spaß gemacht. Aber nur fest. Ruhe, Stein! So, ich kann wieder los. So, meine Freunde, wie weit seid ihr? Müssen die Drachen wieder erwachen? Drache, erwache! Euer Gegner wird zugrunde gehen. Tschüss, Baby. Deine Mauer zerfällt zu Staub. Tschüss. Ich reiß das nieder. Yay, 15 Kills. Wir helfen oben. So. Kommt rein, meine Freunde. Ach, da ist doch ein Gegner. Ich so, hä? Oh, ich bin gestunt, ist gestunt. Der Zwerg kann gestunt. Ah. Und wie sieht's unten aus, meine Freunde? Oh ne, Kerrigan wird hier übernommen. Holy motherfucking shit! Ich bin tot. Mein Blut Rouge! Oh, jetzt habe ich so voll lange Zeit, so, ne? Was ist denn das für ein komischer Totenkopf? Macht erfüllt die Schreine. Entfesselt den Zorn des Drachen. Kann man hier eigentlich keine Items kaufen oder so?
Oh, guck mal, hier ist ein angelnder Mensch. 15, 14, 13. Der Drache soll nicht länger ruhen. Entfesselt seine Macht. Die Macht muss entfesselt werden. Genug gewartet. Auf geht's. Hallo Diablo. Schnell und lautlos. Dumm, 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 dumm. Weil wir können eigentlich hier das einnehmen. Oh, was ist das denn? Hallo Körniger. Mach das. Ein kluger Schachzug. Mal hier ist Excalibur. Oder Frushmon. Ich hol den Drachen. Ist das denn hier ausgeglichen oder was ist das? Ich breche auf. Ich hole den Drachen der Macht. So, besiegen wir es. Ah, Feuer benutzt. Ah. Oh yeah. So. Stufe 2, yes. Verlassen? Okay. Es sind neue Helden eingetroffen. Klickt auf Held wechseln, um zu sehen, wer verfügbar ist. Über die Heldeninformationen unten links könnt ihr die jeweiligen Fähigkeiten und den Schwierigkeitsgrad einsehen. Alles klar. Wer ist denn dazugekommen? Ach so, man kann die mit Punkten und Geld freischalten. Ach so. Ja, mal gucken. Was haben wir denn hier? Sonja, Sergeant Hammer? Das müsste auch WoW sein. Ne, das ist StarCraft. Das ist WoW. Okay. Ein Troll. Ein Morlock, den kaufe ich mir. Den. Wie viel kostet der? 2,99. Den kaufe ich mir auf jeden Fall irgendwann. Oder sammle halt 10.000 Punkte. Warum geht das nicht weg? Hallo? Schließen? Naja, gut. Ich würde mal sagen, scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Das war Part Nummer 1 von Heroes of the Storm. Wird wahrscheinlich sehr unregelmäßig kommen, aber es wird kommen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.